Was ist das für eine Arbeit? Die heißt? Licht- und Schattenkabinett. Licht- und Schattenkabinett? Ja. Ja, also dazu gehört natürlich mehr Licht, um das auch besser zur Geltung kommen zu lassen. Ja. Diese Arbeit habe ich in Düsseldorf im Hendrich-Museum Kunstpalast, Glas-Hendrich-Museum im Kunstpalast ausgestellt. Das war auch eine themenbezogene Arbeit, themenbezogene Ausstellung haben wir da mit den Glaskünstlern gemacht. Und ich habe diese Arbeit gemacht, ist auch im Katalog mit ausgedruckt worden. Mhm. Und diese Ausstellung ist dann komplett nach Novi Bor in der Nähe von Prag, also Tschechien, gewesen. Das ist eine Glashütte und Glasmuseum. Ja. Da habe ich diese Arbeit, ist diese Ausstellung hingegangen und natürlich auch diese Arbeit. Aha. Das ist ja also was ganz Berühmtes. Ja. Und in Tschechien haben sie ja bei Glaskunst, sind die ja auch sehr... Oh, Novi Bor, das ist ja... Ja, was Historisches. Die waren schon immer gut dort in der Glasproduktion. Und haben auch... Ich werde da nächstes Jahr nochmal hinfahren und dann auch für eine Zeit da bleiben, um da auch arbeiten zu können. Ja. Und ja. Aha. Das Hendrich-Glas-Museum in Düsseldorf im Kunstpalast ist ja sehr bekannt und hat also auch sowohl historische als auch moderne Kunstwerke. Und also da ausstellen zu dürfen, ist schon eine Auszeichnung. Ja, ja.